Hallo ihr Lieben, in der heutigen Rezension geht es mal wieder um ein Jennifer Armentrout Buch und zwar geht es um Deadly Ever After aus dem Piper Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür. Es hat 415 Seiten in diesem Taschenbuchformat, kostet in Deutschland 10 Euro und in Österreich 10,30 Euro. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um Sascha und Sascha wurde vor 10 Jahren, also mit 19, von einem Serienkiller entführt und, naja, ziemlich schlimm behandelt, konnte allerdings in letzter Sekunde, kurz bevor er sie umbringen wollte, fliehen. Und damit war ihre Tortur beendet. Das liest man aber alles nicht, man erfährt davon nur von kurzen Rückblicken und von Erzählungen. Denn jetzt sind 10 Jahre vorbei, unsere Protagonistin ist 29 und kehrt jetzt endlich in ihr Heimatstädtchen zurück. Denn ihr Traum war eigentlich immer, zu Hause mit ihrer Mutter zusammen die Pension zu führen, die sie besitzen, und wollte es auch irgendwann mal übernehmen. Allerdings konnte nach diesem ganzen Trauma mit dem Serienkiller, konnte sie einfach nicht da bleiben. Sie musste, um darüber hinwegzukommen, wegziehen und das alles hinter sich lassen. Aber jetzt denkt sie, sie ist stark genug, es ist genug Zeit vergangen, sie kann nach Hause kommen. Das tut sie auch. Als sie wieder da ist, merkt sie, wie sehr sie alles vermisst hat und trifft auch ihren Ex-Freund wieder, Cole, der mittlerweile FBI-Agent geworden ist. Und da knistert es wieder, so wie früher. Allerdings geht es auf einmal alles schon wieder los. Denn es gibt neue tote Frauen und wieder Anzeichen, dass ihr Bräutigam zurück ist. Aber wie kann das sein? Denn der Mann ist doch eigentlich tot. Und sollte Sascha jetzt sich davor fürchten oder hat sie nichts zu befürchten? Wie es da weitergeht, was passiert, müsst ihr selber lesen. Wer, wie, wo, was. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber es ist ganz interessant. Ich muss sagen, es ist nicht so recht das eine und nicht so recht das andere. Also es ist weder Liebes-Erotik-Roman so richtig oder New Adult sowieso nicht, weil die Protagonisten ja auch ein wenig zu alt sind dafür. Aber es ist auch nicht wirklich richtig Thriller. Also ich bin ja jemand, der nicht so oft Thriller liest. Und trotzdem habe ich hier ziemlich schnell durchschaut, was hier eigentlich gespielt wird und wer was, wie, wo, wieso und so weiter. Die Einzelheiten nicht, aber was dahinter steht, kann man, glaube ich, ganz gut schnell erfahren, auch wenn man jetzt nicht unbedingt so oft Thriller-Bücher liest und sich darin geschult hat. Aber ich fand es nicht so schlimm, weil es wollte ja auch kein wirklich so richtiger Thriller sein, obwohl es schon Anwandlungen daran hatte und auch durchaus spannende Stellen hatte. Kann ich also echt empfehlen für Leute, die halt vielleicht nicht so viel Thriller-mäßiges davon erwarten. Die werden damit sicherlich Spaß haben. Also es war auch für meinen Geschmack ein bisschen mehr auf Thriller der Fokus gerichtet, als auch wirklich auf Liebesgeschichte. Es ist also viel mehr der Fokus auf die spannenden Enträtselungen gelegt, als auf die Liebesdinge. Obwohl ich sagen muss, dass die ersten 50 Seiten vielleicht auch mehr sich so ein bisschen gezogen haben, weil es halt ein bisschen gebraucht hat, bis es so richtig losgeht. Sie kommt erstmal wieder nach Hause, dann trifft sie ihre Mutter, dann versucht sie sich wieder einzuleben, bis so richtig irgendwie was passiert, bis sie zum Beispiel ihren Ex-Freund wieder trifft oder bis das Thriller-mäßige aufkommt, dauert es halt so ein bisschen. Und das fand ich ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Die Zeit, wo irgendwie nichts passiert, aber man braucht ja auch irgendwie Zeit, um sich einzufinden und die Protagonistin zu verstehen, was jetzt eigentlich in ihrer Vergangenheit passiert ist und so weiter und so fort. Deswegen fand ich das jetzt eigentlich auch nicht schlimm. Ich habe es danach auch sehr schnell weggelesen. Die Bücher von Jennifer Armentrout lassen sich auch wirklich sehr gut lesen. Und ich mochte die Charaktere auch und eigentlich auch die Liebesgeschichte. Manchmal habe ich ja Probleme bei so Liebesgeschichten, New Adult Bücher oder was auch immer, was so in die Richtung geht, dass es für mich so ein bisschen zu oberflächlich ist, weil die sich halt ständig nur auf das ach so gute Aussehen beziehen und so. Das fand ich hier aber nicht. Das kann daran gelegen haben, dass die beiden sich schon kannten von früher. Es kann aber auch daran gelegen haben, dass durch die Umstände diese Thriller-Sachen und durch die Bewältigung ihrer Vergangenheit halt sehr viel auch tiefgründiger Stuff irgendwie bewältigt werden musste und darüber geredet werden musste und sie sich dadurch halt mit mehr beschäftigt haben als nur mit dem guten Aussehen des jeweils anderen, weil sie halt über auch was anderes mal geredet haben, was dem, glaube ich, ganz gut getan hat. Und deswegen mochte ich es auch sehr gerne. Ich habe dem Buch letztendlich 4 Sterne gegeben. Ich habe es gerne gelesen, es hat mich nicht vom Hocker gehauen, es ist jetzt bei weitem nicht so emotional oder toll für mich zumindest wie die Wait For You-Reihe, aber es ist auch bei weitem nicht schlecht und ich fand die Thriller-Elemente eigentlich auch ganz gut. Ich fand es auch interessant und immer wieder irgendwie spannend zu lesen, was jetzt schon wieder passiert und was schon wieder Schlimmes passiert und wie das zusammenhängt und
wer dahinter stecken könnte, auch wenn ich das, wie gesagt, relativ schnell irgendwie gecheckt hatte, aber jedem das seine. Ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, dass ich das schon so schnell irgendwie verstanden habe, weil das Buch wollte einen trotzdem ab und zu mal auf falsche Fährten führen und hat auch verschiedene Clues eingebaut. Also ich fand es ganz nett. Es ist jetzt nicht wirklich was total für Thriller-Leser, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt was für Erotik- und Liebesgeschichtenleser. Es ist was für Leute zwischendrin, die ein bisschen was von das und ein bisschen was von das haben wollen. Die werden hier, glaube ich, eine ganz nette Mischung finden. Ein Buch für zwischendurch und die Ideen sind eigentlich auch ganz gut, wie der Serienkiller mordet und was seine Motive sind und so weiter. Von daher, ich kann da eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Ich hatte Spaß damit. Wie gesagt, es ist jetzt nicht perfekt. Aber 4 Sterne ist ein gutes Buch und es hat mir Spaß gemacht. Deswegen bin ich froh, mal wieder ein Jennifer Armentrout-Buch weiter zu empfehlen, wer auf sowas Lust hat. So ein bisschen Light-Thriller mit Liebesgeschichte vermischt, ein paar Sexszenen auch drin. Der wird dabei sicherlich seinen Spaß haben, würde ich mal prognostizieren. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, wie ihr es so gefunden habt, ob ihr es ähnlich seht wie ich oder im Gegenteil was anders gefunden habt, schlechter, besser, was auch immer. Schreibt mir das gerne, würde ich gerne lesen und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute!